Was heißt das eigentlich? Gesellschaft. Was heißt das? Menschen. Leben. Existenz. Was ist das? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wer seid das hier? Wo gehen wir hin? Ist unser Leben nicht ein aneinandergereihte Reihe von Ereignissen? Sind wir nicht Gene oder sogar Genetik? Was sind wir denn? Sind wir denn mehr wert? Ist der Mensch mehr wert wie der Wurm? Wie die Amöbe, das Geschnetz, die Suppe? Was heißt das eigentlich? Weltraum, All, Gestirn, Erde, Mond, Wolken. Sind wir nicht entstanden aus etwas ganz Bestimmtem? Aus einer Zeit, die wir nicht kennen, aus Urzeiten? Kommen wir nicht sogar aus Urzeiten? Es ist so einfach. Da ist der Mensch erst als Schnecke vielleicht, vorher kleiner, sagen wir mal so wie so eine Laus mit 1000 Füßchen und ganz bösem Gesicht, mit einer bösartigen, giftigen Flüssigkeit, benetzt er den Erdball und dann kommt Feuer, Eis, Höhlen, Holz und dann auf einmal der Mensch fertig geschnitzt. Da fehlt noch Schürchen, Hose, Pulloverchen, Mütze auf. Fertig sind wir. Doch ist das schon alles? Wir müssen auch lernen. Lernen, lernen. Lernen, Popernen.